dieser Brainfood-Folge widmen wir uns dem Aspekt, dass Marken mehr sind als ein reiner Qualitätsindikator für Kunden, wie das, glaube ich, auch das Zitat des Präsidenten des Markenverbandes Franz-Peter Falge hier gut deutlich macht. Nun ist es für uns spannend, was bedeutet dies für Marken in der Krise? Ein Aspekt von Marken ist auch das Thema Employer Branding, also wie eine Marke auf potenzielle und aktuelle Arbeitnehmer wirkt. Also dann, man spricht dann auch von einer Arbeitgebermarke, ja, also wie attraktiv ist ein Unternehmen, eine Marke für Arbeitnehmer. Ja, und hier haben wir eine sehr beeindruckende Zahl, muss ich sagen. Also über 500.000 Unternehmen haben derzeit schon in Deutschland Kurzarbeit angemeldet. Darunter sind auch Unternehmen, die eigentlich als stabil und solide gelten, wo man gedacht hätte, die sind entsprechend krisenresistent. Ja, teilweise auch wirklich historische Ereignisse, wie hier das Beispiel Volks- und Raiffeisenbanken, erwägen das erste Mal in ihrer Geschichte Kurzarbeit. Also wir haben hier wirklich Marken, die eigentlich von sich aus so eine entsprechend konservativ sind, aber entsprechend solide, stabil eigentlich als Arbeitgeber gelten. Und selbst diese kommen jetzt hier ziemlich in die Bredouille. Ein Unternehmen ist in der Öffentlichkeit bekannt für seine doch starken Markenversprechen, die es insbesondere auch aus der Perspektive einer Arbeitgebermarke gibt, nämlich das Unternehmen Trigema aus Burladingen, also deutscher Textilhersteller, der über sich selbst sagt, dass er seit 1969 weder Kurzarbeit anmelden musste, noch es eine betriebsbedingte Entlassung gab und allen 1200 Trigema-Mitarbeitern zum einen der Arbeitsplatz garantiert wird. Und darüber hinaus, und das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen, ja, darüber hinaus jedem Kind eines Trigema-Mitarbeiters auch ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz garantiert wird. Ja, also gerade die Bezeichnung garantiert hier natürlich der Superlativ, sage ich mal, in den Markenversprechen, die man irgendwie geben kann. Wenn wir uns jetzt in der aktuellen Situation mal anschauen, wie es auf der Trigema-Seite kommuniziert wird, also auch hier wird dieses Versprechen noch aufrechterhalten. Sehen Sie hier im letzten Satz in diesem Text, das Familienunternehmen Trigema garantiert Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit Zukunftschancen. Ja, also diese Arbeitsplatzgarantie scheint noch zu bestehen. Ja, und wir sehen unten eben im Rand auch die Attribute, auf die sich das Unternehmen, quasi wie sich das Unternehmen charakterisiert. Und das sind, wie Sie sehen, alles so diese Stabilitätskriterien, die wirklich das Unternehmen als sicheren Arbeitgeber auszeichnen. Das Ganze erweist sich jetzt in so einer Krise natürlich als Fluch und Segen. Ne? Also alles, was es die letzten Jahre, was das Positives mit sich gebracht hat, bewirkt jetzt, dass die Fallhöhe natürlich entsprechend hoch ist. Also hier kommen Sie jetzt schon unter Druck. Ja? Also Herr Krupp als Geschäftsführer und doch recht medienaffin wird sich, denke ich, in nächster Zeit des Öfteren öffentlich äußern und wird, glaube ich, auch das ein oder andere Mal da unter Druck geraten, sein Versprechen, seine Garantie, ja, wie es ja hier wirklich genannt wird, auch zu halten. Ja, und damit kann man hier auch schon gut was zusammenfassen, nämlich dass Vertrauensverlust immer eine Frage der Fallhöhe ist. Ja, also von anderen Unternehmen hätte ich das vielleicht gar nicht erwartet. Da muss ich sagen, ja, die reagieren auf den Markt, die müssen in Kurzarbeit, in Anführungszeichen kein Problem, aber ist irgendwie zu erwarten. Ja, je stärker ihr Markenversprechen natürlich ist, was sie in gewisser Weise geben, umso stärker ist einfach die Fallhöhe, die sie fallen, wenn sie diese Versprechen nicht einhalten können. Haben wir jetzt auch beim Thema Adidas gesehen, ja, also da kann man schon von so einem Phänomen der enttäuschten Liebe vielleicht sogar sprechen, also wirklich emotional sich entlädt, ja, also Sie kennen ja vielleicht die Bilder von einem Bundestagsabgeordneten, der ein Adidas-T-Shirt verbrannt hat, also das sind dann wirklich schon die extremen Indikatoren, dass Sie offensichtlich wirklich Menschen enttäuscht haben mit Ihrem Handeln und fernab der Erwartungen waren. Es gibt aber auch den Aspekt, dass Sie ein gewisses Selbstbild von sich als Marke haben und das können Sie vielleicht auch nicht halten und auch jetzt müssen Sie in dieser Krise mal etwas neue Erfahrungen machen und etwas dazulernen. Hier habe ich als Beispiel solche Monopolmarken wie zum Beispiel die FIFA oder das IOC mal herangezogen. Ja, also ja, die FIFA eben als Veranstalter der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie recht autark agiert. Ja, also die hat keinen nennenswerten Wettbewerber, der eine zweite Fußball-Weltmeisterschaft organisiert, gegen den sie irgendwie im Wettbewerb steht. Ja, und ich glaube, die FIFA ist auch dafür bekannt, dass sie sich nicht sonderlich reinreden lässt von der Gesellschaft oder sonstigen externen Entscheidungsträgern und mehr oder minder auch auf Augenhöhe mit Staaten, ja, und Staatengemeinschaften verhandelt. Das muss man ja schon so sehen. Also ich weiß nicht, es gibt wenig
Szenarien, wo man sich vorstellen kann, dass die FIFA sich von extern sagen lässt, dass ihre Fußball-Weltmeisterschaft nicht alle 4 Jahre stattfindet. Also selbst wenn ein Land gesagt hätte, machen wir nicht, dann hätte die FIFA gesagt, ja, gehen wir halt in ein anderes Land. Ja, also auch diese starken Monopolmarken lernen jetzt, dass sie eben nicht agieren können, wie sie möchten, sondern derzeit wirklich auf äußere Umstände reagieren müssen. Ein weiteres Problem, was auf Marken zukommt, sind eben, wenn sie schon Ankündigungen gemacht haben, ja, entsprechend Vorfreude auch als eine starke Emotion bei ihren Kunden schon bestand. Ja, hier ist das Beispiel von Sony und dem Marktstart der PlayStation 5 zu nennen. Also in der jungen Zielgruppe gab es sicherlich ganz viele, die da schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, drauf gewartet haben, dahin fiebern, ihr Geld gespart haben, ja, und sich darauf gefreut haben. Ja, und diese Vorfreude sich jetzt unfreiwillig bis auf unbestimmte Zeit verlängert, bis tatsächlich die PlayStation 5 auch erhältlich sein wird. Und als letzter Punkt ist Zuverlässigkeit eben einer der wichtigen Attribute, was eine Marke liefern muss. Ja, das sind die Dinge, die sie mit einer Marke assoziieren. Und erstmals erleben wir, dass eigentlich übergreifend auch die großen Marken tatsächlich Schwierigkeiten haben, diese Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Ja, also Apple beispielsweise hat Probleme in der Ersatzteilversorgung. Die verschiedenen Lebensmitteleinzelhändler haben durch die Bank eigentlich Probleme mit ihrer Logistik und es kommt zu logistischen Engpässen, ne? Also von der Toilettenpapierproblematik etc. kennen Sie als Verbraucher ja alles selbst. Das heißt, Claims wie einmal hin, alles drin, können Sie im Moment nicht aufrechterhalten. Ja. Oder auch, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wollte eine Hotline anrufen, diese Woche auch von einem großen Mobilfunkunternehmen, ging statt einem Mitarbeiter von der Hotline eine Bandansage dran und die hat mir gesagt, ja, aufgrund von Corona, alle Mitarbeiter im Homeoffice und Kinderbetreuung und alles schwierig, bitte rufen Sie mal anders an. Also das wäre für mich vor Wochen auch noch undenkbar gewesen, dass ein großes, namhaftes Unternehmen quasi so agiert. Abschließend würde ich Sie gerne zu einem Selbstexperiment einladen und Sie bitten, doch mal Ihre eigene Erwartungshaltung an Ihren Arbeitgeber zu reflektieren. Ja, also blicken Sie mal zurück, wie das bisherige Verhalten in der Corona-Krise so war und ob dies eben Ihre Erwartungen, die Sie an Ihren Arbeitgeber gestellt hatten, vielleicht sogar übertroffen hat. Das heißt, dass Sie gewisserweise sogar mit Stolz oder Dankbarkeit erfüllt sind. Oder ja, sind Sie vielleicht eher doch ein bisschen enttäuscht und hatten in Ihrem persönlichen Markenbild, was Sie von Ihrem Arbeitgeber hatten, da eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Und dann auch die spannende Frage, passt das Verhalten ja zum öffentlich kommunizierten Markenbild, was Sie eben so intern auch mitbekommen, wie mit Kunden und Geschäftspartnern umgegangen wird. Also Sie sehen, sehr, sehr spannend. Bleiben Sie hier immer in der Reflexion und beobachten Sie die weiteren Entwicklungen.